Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. Habe ich auch noch gestartet? Ja, mein Name ist Daniel P. Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. Ah, guck mal, wie cool ich da stehe. Ne? Und ja, wir sind hier in dem dritten Part. Wir haben in der letzten Folge die Hintergrundgeschichte unseres Hauptcharakters namens Clive abgeschlossen. Clive, ne? Nicht Cliff, ne? Clive. Und ja, wir befinden uns wieder in der Gegenwart, wo wir auch das Spiel begonnen haben. Und kann ich hier runterfallen? Ich weiß nicht, warum ich das ausprobieren will. Und ja, wir sehen jetzt mal, wie es hier weitergeht. Ne? Ich habe mir noch den ersten Part so mal kurz angeschaut, ne? Um noch mal so, weil nicht ein bisschen die Story aufzunehmen. Ne? Unsere Gruppe, wir tragen den Namen Vivern heute. Aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht wieso, aber werden wir aber schon herausfinden. Ne? Und diese Gruppe, mit dem wir hier unterwegs waren, die haben, deren Aufgabe war es, Shiva zu erledigen. Oh, ich habe immer noch den, oder? Ne, das sind andere Sachen. Ne? Ich dachte, ich habe den Gurt, den ich vom Boss letztens bekommen habe. Ich habe den mitgenommen in den Timeskip. Wir sind ja jetzt 13 Jahre wieder in der Vergangenheit, in der Zukunft, beziehungsweise in der Gegenwart. Und ja, gut. Wir machen ja weiter, ne? Ich glaube, diese Gruppe hier, der wir uns angeschlossen haben, die wollen Shiva erledigen oder den Dominus von Shiva. Und Dominus, glaube ich, ist, würde ich jetzt mal raten, die Person, die von dieser Espa erwählt worden ist, ne? Also die Person, die sich in Shiva verwandeln kann oder so, ne? Würde ich jetzt mal raten, falls ich so richtig aufgepasst habe. Fliegt alles nur so ein bisschen so über meinen Kopf für die Story, aber das wird schon, ne? Werden wir schon irgendwann merken und so, ne? Und ja, gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Da sind unsere Kollegen. Alle zerstört. Hier rauszufinden wird die Hölle. Wenigstens gilt das gleiche für deren Armee und ihren Dominus. Oh ja, Shiva war gegen Titan am Kämpfen, ne? Ich kann mich jetzt nicht erinnern, kam diese eine Cutscene, wo Shiva gegen Titan gekämpft hat, nachdem dieser eine Riesentyp irgendwie ja vorgestellt worden ist? Oder war es schon davor? Weil wenn das danach war, dann habe ich so das Gefühl, wir wissen ja jetzt mittlerweile, dass die Leute sich in die Espa verwandeln können, ne? Ich will jetzt mal raten, dieser eine Riesentyp, der mit dieser einen Blondine rumgemacht hat, ich habe so das Gefühl, der ist vielleicht Titan, ne? Ob Shiva müssen wir irgendwie noch herausfinden. Würde ich dann sagen, ne? Aber ich weiß es nicht. Würde ich jetzt mal so raten, ne? In der letzten Folge haben wir unseren Bruder getötet, unseren kleinen Bruder. Vielleicht, ich glaube eher nicht, dass der jetzt. Oh Gott. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der schon komplett tot ist, ne? Weil. Und ja, ich muss mich hier umschauen, Leute, okay? Ich muss mich hier umschauen, um zu gucken, ob ich hier irgendwie was finden kann und so, ne? Ich weiß ja nicht, wie sehr sich erkunden hier. Wie sehr das einen hier belohnt. Deswegen mache ich jetzt einfach mal. Außerdem weiß ich nicht genau, wo ich überall hingehen kann und wo nicht. Ich wünschte, es gibt irgendwie eine Karte oder so. Da fällt mir gerade ein. Und zwar hier. Wir können ja das hier noch aufrufen. Ne? Da wird mir irgendwie nie so. Ich vergesse dann immer. Das habe ich mir in der Aufnahme so angeschaut. Wir können ja eben dieses Kompendium aufrufen, wo wir. Wo wir so ein paar Informationen und so lernen können, ne? Was Sklavter Träger soll das. Also diese Tattoos sind also so mehr oder weniger nur so ein Zeichen von Sklaverei, ne? Ja, so ähnlich wie die Kaste in Dragon Age. Dachten die Marktschwächen, die Wirken geschenkt hat. Die Beförderung in eine spezialisierte Elite Einheit von Assassin. Assassin, okay. Wo er seinen neuen Namen kam. Die Neiserschlucht, das sind wir gerade, ne? Trägersoldat. Gezwungen werden für die Reiche zu kämpfen, von denen sie versklavt wurden. Ihre magischen Fähigkeiten machten sie nützlich, aber da sie nicht alle von den Menschen erkannt, schickt man sie oft auf die Forst der Freunde oder setzt sie vor hochgefährliche Erkundungsmissionen auf Attentat ein, genau. Shiva, die Espa des Eises. Da ist die Tat und ich glaube, das ist irgendwie dieser eine riesige Typ hier, der mit der Blondine rumgemacht hat, ne? Bluthunde. Spezialeinheit der kaiserlichen Namen. Haben wir nicht letztens schon Bluthunde irgendwie? Wir hatten doch schon letztens Bluthunde in Fire Emblem Engage, ne? Die hießen auch so, oder?
alle Spiele sind miteinander verbunden, die Spiele. Haben wir ja auch einen grünhaarigen Typen, der auf Schmerzen steht. Werden wir vielleicht sehen, ne? Immer an Titan ist dann auf unserer Seite, ne? Wir Shiva töten müssen, ne? Das Blatt scheint sich gewendet zu haben. Das ist sie, der Dominosch. Bist du sicher? Die kristallene Orthodoxie ist eine abergläubische Religion der Extreme. Bei den Eisernen wird gelehrt, dass Domini unreine Wesen sind, in Sünde geboren. Nur ihren Priestern ist es gestattet, sie zu erwecken. Und da sind eine Menge. Wir hinter uns. Alles klar. Schnappen wir die uns. Wenn alle Mitglieder, wenn alle Dominus irgendwann in unserer Party beitreten. Hey, da ist doch Dings. Oder? Ja, ich sehe Jill. Lass das mein Ende sein. Okay. Ich will aber nicht gegen sie kämpfen. Nein, will ich aber nicht. Shivas Dominus. Erkennt er sich nicht? Ja. Wenn man feuert gegen dich effektiv. Ich habe irgendwie so eine neue Fähigkeit, ne? Wow. Also sind alle tot. Ja, guck mal hier, meine Flügel. Oh, die machen irgendwas. Au. Alter. Nein. Okay, ich muss dann mit dem Ausweichen ein bisschen mehr abtreiben. Alter, das ist aber auch nicht so einfach. Hey, ich krieg ja noch die Fresse. Boah, noch mal näher. Das Spiel ist definitiv nichts für Casual Gamers. Kann ich mir nicht vorstellen. Außer der eine Schwierigkeitsmodus, den man am Anfang wählen konnte, ist sehr viel einfacher. Dafür Portionen sind, Heiltränke sind ein bisschen geläufiger, ja. Hey, na, wie soll ich denn damit jemanden treffen? Ich habe jetzt schon wieder nicht getroffen. Er greift an, Leute. Ausgerechnet jetzt greifen die nicht an. Alter, der ist aber auch nicht einfach, ey.
mich gebraucht. Was? Kann ich greifen? Was sollen wir tun? Bewegen. Gott. Ja, haben wir getroffen. Also wenn das so irgendwie der Standard ist, das Spiel, dann wird das ein ganz schön schwieriges Spiel. Sorge für... Oh. Ich will gar nicht wissen, wie stark die richtig starken Bosse sind. Schwieriger als jedes Souls-Spiel. Ah. Oh ja. Bonk. Jetzt kommt so wieder ihre. Na gerade, ich bin fast tot. Oh, ich glaube, ich bin tot. Oh Gott. Sterbe, sterbe, sterbe. Oh mein Gott. Sie war so gut wie tot, Mann. Oh. Ich wollte jetzt nicht noch einen Trank einsetzen. Alter. Das ist aber auch echt nicht einfach. Okay, das ist ein... Okay, sie hat immer noch die... Das ist ja voll einfach dann. Sie hat ja noch die Hälfte ihrer AP. Aber wenn das so irgendwie der gegebene Standard ist von diesen Spielen, damit ein ganz schön schwieriges Spiel. Alter, jetzt hat Spiel gerade. Liebe es. Vielleicht brauche ich irgendwie was skillmäßig irgendwie noch so ein paar Sachen, ne? Ich weiß es nicht. Aber da ist doch hier das Mädchen, ne? Das aus seiner Hintergrundgeschichte kennt, oder? Ja. Schema Dominos bezwungen. Ah, ich bin auf. Blöd, dass wir irgendwie geheilt worden sind. Aber ja, Dings. Okay. Okay, die Tränke kriegen wir alle zurück. Ich habe sie benutzen müssen. Aber ich bin immer zu gierig, ne? Ist sie tot? Ich glaube nicht. Los! Worauf wartest du noch? Hat die Person von mir den Hauptcharakterplatz wegzunehmen? Sie wollen den Dominos räubern.
Was zur Hölle tust du da? Mordohilda Vedra! Beweg deinen Arsch hierher und hilf mir, verdammt nochmal! Weiß nur, wann der Typ in der Stimme ist. Der Dominus. Ich kenne sie. Du kennst sie. Wach auf, Soldat. Interessiert hier jemanden? Zack, zack. Er lebt ja noch, Mann. Au. Was ist das? Kämpf gegen ihn als nächstes. Ohne Widerrede. Ich kann nicht und werde nicht. Du willst das Kaiserreich verraten? Verrat? Eurem Kaiser habe ich nie die Treue geschworen. Ihr habt mich vielleicht gebrandmarkt, aber nicht gebrochen. Ich kämpfe nur für mich. Und jetzt gegen dich. So, Eis gegen mich ein. Ich werde hier nicht sterben. Sie auch nicht. Also was, bevor wir ja weitermachen? Kann ich vielleicht gucken, ob ich irgendwie was hochleveln kann, ne? Mir vielleicht helfen könnte. Aber sieht nicht so gut aus. Ist mit so ein paar passiven Sachen so. Alleine weniger Schaden oder so, ne? Gibt's nicht. Ich kann mir aber nichts leisten, bis auf den einen. Na, ich kann auch auf die schießen, ja. Na, ich hätte gedacht, können sie aufeinander treffen. Ich muss ja echt aufpassen, wann ich ausweiche, weil ich bin immer dann, wenn ich einmal ausgewichen bin, ne, dann bin ich, habe ich gesagt, für wehrlos, ne. Da ist nicht wie in Kingdom Hearts, wo du irgendwie 1000 Mal hintereinander rollen kannst und dann ist gut, ne. Ein bisschen Sicherheit. Muss halt echt abfahren, ja. Aber ja. Kannst du es wagen? Echt ausgewichen. Ey. Na, ich war schon wieder zu weit weg. Ist gerade so eingefallen, ich kann es im Springen auch noch was einsetzen. Hast du vergessen, wer dich von der Front geholt hat? Dich trainiert hat? Oder nicht mit dir einen Namen gab? Au! Au! Als trügen wir nicht das gleiche Brandmal. Ich hatte einen Namen. Den habe ich nicht vergessen. Willst du dich also weiter an deine Vergangenheit klammern? Dann sollst du sterben. Und das hättest du vor 30 Jahren schon. Warte, sobald ich das Spiel hier drauf habe, ne, ist vorbei. Hast du den gesehen? Das ist genau wie bei der Tales of Serie. Oh, der kommt halt noch weiter. Am Anfang tut man sich auch irgendwie durch voll irgendwie komisch spielen. Und dann am Ende, dann geht ich voll ab. Ja, kurz davor. Sehe gerade, sein Name ist Tiamat. Genau, bekannte Monster aus Final Fantasy, so Schildkröten, Viecher. Au. Ich werde zu viel ausgewichen. Ich habe immer Angst, Mann.
Gott, ich habe gar nicht gesehen. Ja, auf mit dem Angriff bitte. Ja, und dann bin ich hilflos. Du mieser Verräter. Okay. Mein Gott. Stufe erhöht. Okay, what? Virat? Ich dachte, er ist Vivanrit oder irgendwie so. Also sonst mache ich die auch noch fertig. Donner. Kommt jetzt Ramu auch noch? Donner erstmal. Oh, ich glaube, die sind tot. Sid. Verdammter Wind. Los, komm mit. Was? Mist. Für die, die es nicht wissen, in jedem Final Fantasy gibt es einen Charakter mit dem Namen Sid. Und das war dann diese Version. Interessant. Hugo, Schatz, ein stolzer Wüstenlöwe. Hättest wohl doch auf den Hasen Acht geben sollen. Ich hatte mir mehr von Titan erwartet. Dem Eissturm hast du getrotzt. Allerdings. Und ich fürchte nicht zum letzten Mal. Nicht wahr, du verfluchte Schlange, Sid. Macht euch bereit. Wir haben zu tun. Lass mich raten, heißt der kleine Hund. Wenn das nicht ein fabelhaftes Tier ist. Der Große hat dir gerade dein Leben gerettet, weißt du? Das ist bestimmt der kleine Hund, den wir hatten am Anfang. Sein Name
ist Torgal. Ach, ihr kennt euch. Na gut, dann kümmert sich endlich jemand um ihn. Okay, wir treffen jetzt einfach Bekannte nach 13 Jahren. Du bist eher der Chocobo-Typ. Clive Rossfield. Komm schon. Für die Flammen gibt's nur eine Erklärung. Und zwar den Segen des Phönix. Den Gerüchten habe ich nie geglaubt. Aber du lebst ja wirklich. Keine Sorge. Bin nicht wegen dir hier, mein Hübscher. Für sie hingegen habe ich mir die Hände gern schmutzig gemacht. Das wird schon wieder. Eine Zweitmeinung kann aber nicht schaden. Pack sie drauf. Kein Schritt weiter. Ich mein's ernst. Was? Soll sie hier liegen bleiben? Bei uns wär's gemütlicher. Ist schon gut. Warum kommst du nicht auch? Willst du ihr nicht helfen? Sid, wenn wir zu spät kommen, schimpft Charon mit uns. Ich werde dir alles erzählen, sobald wir da sind. Komm. Gut, passieren gerade sehr, wie nennt man das, passende Dinge. So, da waren wir am Anfang, ne? Ist hier nur 3 Kristalle 4 Kristalle, ne, 3, meine ich letztens, 4, noch 4. Das sieht aus, als könnte er Donner sein, ne? Vielleicht Ramu, ne? Eis oder ist das Wind? Er könnte Wind. Haben die nicht was von 5 Kristallen gesagt? Irgendwann mal? Das hat mich nämlich auch verwundert, aber normalerweise gibt es im Final Fantasy mal 4 Kristalle. Die alle irgendwie ein Element irgendwie darstellen, ne? Hier haben wir Feuer, Wind. Warte mal, Erde fehlt. Wo ist Erde? Soll das hier Erde sein? Ist der Kristall hier unter der Erde noch? Oh ja, ist wahrscheinlich Wind, Wasser, nehme ich an. Ne? Ich nehme an, da ist Donner, ne? Ramu. Wasser könnte Leviathan sein dann. Ja. Oder ist das Eis für Shiva? Da ist Wind. Mir fällt aber keine Windessbar gerade ein. Egal. Das war Steck. Totes Land. Zentrales Sturm. Die Feuer hat diese einst blühende Tal zu einem elenden Ort gemacht, in dem sich nur Lebensmüde und Wahnsinnige niederlassen würden. Ich kann ja nicht die. Ist ein komisch, dass ich ja nicht die Dings aufrufen kann in das Menü. Von Weltkarte. Ein Land. Damit ich mich jetzt hier eine Auskart-Mission machen. Wir sind gleich da. Wir sind doch mitten im toten Land. Dir entgeht wohl nichts. Die Fäule hat alles verdörrt. Also keine Bäume, Vögel oder Magie. Aber das heißt auch keine Nachbarn. Klingt wie ein Jagd. Und niemand, der sich hierher verirrt. Final Fantasy Tactics, ja, da diese Ort, wo keine Gesetze herrschen. Charaktere sterben können. Gab es auch in Final Fantasy 12, aber das war ja auch die gleiche Welt von wie in Final Fantasy Tactics. Überließ. Hm.
Da habe ich mir aber auch letztens irgendwie so vorgestellt, ne, was ist überhaupt aus dem Mädchen passiert, ne, so, als ich die Videos bearbeitet habe, ne, weil von der haben wir irgendwie gar nichts mehr gesehen, ne, so was mit der passiert ist oder so, deswegen habe ich schon angenommen, dass sie am Leben war, ne. Aber ja, hat sich ja jetzt erledigt, ne, ganz eindeutig. Mogri! Was? Leute, bewegt euch nicht. Ich glaube, da hinten ist ein Mogri. Die Fäule bleibt auch draußen. Aber wie lebt ihr hier ohne Magie? Was denkst du? Mit Plackerei und Köpfchen. Hast du Hunger? Ob du es glaubst oder nicht, die wachsen hier drin. Dann nicht. Wieder zurück? Ah, Taya. Und das ist der Dominus? Will leider nicht aufwachen. Hatte gehofft, dass du sie dir mal anguckst. Alles klar. Götz, bring sie nach oben. Aber was ist... Meinst du Charons Gebühr? Ist alles schon bezahlt? Wirklich? Taya ist die beste Heilerin weit und breit. Sie ist in besten Händen. Gut. Sieh dich um. Ich bin oben. Okay. Ein neuer Eckstein. Nierungskarte. Ah. Öffnet die Karte eines Bereichs. Ich weiß nicht, welcher Knopf das ist. Das ist hier dieser Touchscreen-Knopf. Ah, so was. Okay. Wow, das sieht aus wie jede Karte in jedem Final Fantasy. Kann ich die nicht so aufrufen? Okay. Zidolf aus Telabon. Okay, das ist jetzt eigentlich nur, fast jetzt eigentlich nur so zusammen. Gerade passiert es, ne? Sie hat so die Spuren, der Rest. Ja, werde ich mir jetzt natürlich nicht alles durchlesen. Aber wer will, ne? Den tue ich das hier alles so mal öffnen kurz. Damit ihr mal vielleicht den Part anhalten könnt und mal schauen können. So. Sehr freundlich. So, mir wäre es ehrlich gesagt lieber, wenn hier irgendwie eine Karte die ganze Zeit offen wäre. Hm. Da hätten sie auch bestimmt irgendwie so Platz hier reinpacken. Also das Einzige, was mich im Moment gerade stört. Im Spiel. Noch ein neuer. Ja, das bin ich. Besser an unsere Regeln, sonst siehst du die Zellen bald von innen. Boah, ich war gerade mein Schwert. Ich wollte gerade mein Schwert zücken, um den einzuschüchtern, hat aber nicht geklappt. Ich darf nicht. Guten im Waschraum hält also wieder. Ja, der hält. Wie gesagt, ich weiß es nicht, wie der ihr Erkundungen sich hier. Wie die einen belohnen. Sid hat mir mal gesagt, dass die Fäule das Land nicht tötet, sondern es nur vergessen lässt, was es einmal war. Mit der Zeit wird es sich seiner Rolle wieder gewahr werden. Wir müssen ihm nur ein wenig auf die Sprünge helfen. Hm. Also in den ersten Spielstunden sollte man sich vielleicht mal irgendwie trotzdem umschauen, ne, damit man halt weiß, so, aha, in diesem Spiel gibt es halt nicht viel zu erkunden, ne, so gegenständemäßig. Damit könnte Taya dir vielleicht helfen. Was? Du wurdest zwar als Sklave geboren, aber jetzt bist du ein freier Mann. Bin ich das? Es hilft doch nichts. Das wissen wir erst, wenn du die Medizin nimmst. Ich würde mir jetzt irgendwie vorstellen, die haben irgendwie sowas gegen in seiner Hand, damit er halt nicht wegrennt, ne? Sonst wäre er schon längst weggerannt, nehme ich an, ne? Kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er jetzt irgendwie freiwillig geblieben ist, ne? Weil jetzt hat er ja mehr oder weniger die erste Situation wahrgenommen, um abzuhauen. Also habe ich vielleicht gedacht, irgendwie das ist irgendwie so eine Art Siegel und so, den irgendwie festhält oder so, keine Ahnung. Kannst, lass es Otto nicht wissen, sonst geht es dir wie mir und er spannt dich bei der Buchhaltung ein. Okay.
So, oder kann ich nicht lesen. Mal steht da gerade Schokomoppel, was? Also da steht Schokotempel. Schokomoppel ist ja ein dicker Schokobo irgendwo. Oder heißt diese Bar hier so? Die Bar ist hier so, ne? Der Blitz schlug ein und brach sein Joch. Sein Leben ward befreit. Donnernd gerollt sein Schicksal doch. Zum Kampf ist er bereit. Na, gefällt's dir? Heute Morgen bin ich aufgewacht und war inspiriert. Aber sie sind jetzt gerade Athlet vom Drachenball. Oh, hier, oh, hier. Na gut. Halli, hallo, na. Bitte entfernt nicht mein Tattoo. Das ist meine einzige wichtige Charakteristik. Will nur leider noch nicht richtig zünden. Na dann, lösen wir doch einmal das Mysterium des Clive Rossfield. Ein Träger der kaiserlichen Armee, der hinter feindliche Linien geschickt wurde, um dort zu warten, bis Chaos ausbricht und dann den Dominus tot zu stechen. Ich konnte nicht wissen, dass sie es war. Also hast du sie geschützt, deinen Vorgesetzten getötet und dann das Weite gesucht. Dabei aber vergessen, was der Kaiser von Desertion hält. Denn mit dem Ding im Gesicht hättest du es ohnehin nicht weit geschafft. So haben die nur von dem Land irgendwie solche Dinger? Ihr seid tief gefallen, Lord Rossfield. Aber lass dir davon nicht den Durst verderben. Was hast du mit ihr vor? Vorhaben? Na gar nicht. Der Controller zum Vibrieren. Wenn er da eingefüllt wurde. Wenn ich was vorhätte? Ich will euch nur helfen. Domini wie ihr, Trägern wie dir. Leider steht die Welt gegen uns, deshalb dieses Versteck. Du wärst bei uns willkommen. Wir brauchen Leute, die ein Schwert führen können. Was sagst du, Clive? Machst du mit? Sid, richtig? Was Jill angeht, glaube ich dir. Aber bis mein Bruder gerecht ist, gehe ich meinen eigenen Weg. Gerecht? Er wurde ermordet. Von einem zweiten Dominus des Feuers. Der böse Zwillingsbruder. Na, sieh mal einer an. Noch ein Gerücht bestätigt. Dass ich heute noch hier stehe, verdanke ich Joshua. 13 Jahre habe ich auf diese Chance gewartet. Habe im Dreck geschlafen, aus Pfützen getrunken, unzählige Menschen getötet. Du hast recht. Der Kaiser duldet keine Deserteure. Das hat er nicht gesehen, hat er ihn umgebracht hat? Meine letzte. Genau deshalb solltest du bleiben. Ich hab doch gesagt, ich... Naja, ist ja gut. Mein Späher hat mir von Trägern erzählt, die im Norden untergetaucht sind. In einem Dorf namens Kielbrück. Er meinte, dass einer ein Dominus des Feuers sein könnte. Ich meine, wir wissen, dass das nicht stimmt, weil wir haben es ja gesehen. Fragen wir ihn doch einfach. Das
Das heißt nicht, dass ich bleibe. Bereite dich gut vor. Unten in der Halle findest du alles, was du brauchst. Oder vielleicht auch nicht brauchst. Viel Spaß. Also hat er, ich meine, er hat doch gesehen irgendwie. Oder einfach hat er einfach nur gesehen, wie Ifrit hier Frinks tot geprügelt hat. So aus der dritten Person irgendwie oder was? Ich lasse niemanden zu ihr. Okay. Ich nehme an, das Ding ist dran, ne? Jill. Also nehme ich mal, er hat irgendwie nichts so richtig mitbekommen, dass er hat gewesen ist. Ansonsten hat er ein ziemlich komisches Ziel. Oder? Ich bräuchte Hilfe. Sid meinte, ich soll mich vorbereiten. Wen frage ich da am besten? Tante Karon könntest du. Warte mal. Geh lieber erst zu Schledorn, dem Schmied. Schledorn? Dann auf zur Schmiede. Halt! Hier! Nimm das hier mit. Schledorn hilft nur, wenn er was dafür bekommt. Mir zumindest. Okay. Nicht so nervös sein. Ich meine, ich habe dir halt Schwert gegen die Nase gehalten, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Aber chill. Chill. So. Bist du Schledorn? Geht dich nichts an. Zum Schwatzen habe ich keine Zeit. Hab ich auch nicht. Ich begleite Sid nach Kielbrück und brauche vernünftige Ausrüstung. Du könntest Gwigor in ihr himmlisches Schlafgemach begleiten. Wäre mir genauso egal. Für dich krümme ich keinen Finger. Ach wirklich? Ich weiß eh rum. Also, alles klar. Wenn du das hier nicht willst, schütte ich's halt weg. Verdammter Götz. Schon gut, schon gut. Nur nichts überstürzen. Dann lass dich mal ansehen. Das würde doch keinen Mogri-Furz abhalten. Elende Kaiserliche. Die sehen ihren Trägern wohl gerne beim Verrecken zu. Ich tue, was ich kann. Aber nur für Götz, klar? Da bekomme ich jetzt die Klamotten, die ich auch... die er auf dem Cover an hat oder auf den Ladebildschirm von der PlayStation. Beim Schmied kannst du Ausdruck verbessern oder okay. Ja, Schmied halt, ne? Eisengurt, Eisenspäne, mal 12. Ja. Ja, solange die keine random Stats oder irgendwie dort haben. Sind wir quitt. Wenn du noch mehr willst, bring dein eigenes Material. Werde ich mir merken. Ich habe eine ziemlich dicke Rüstung an. Kleiner Rat von mir. Lass dich nicht von Sid herumscheuchen. Alles klar, dann schicke ich den da nichts mehr hin. Wenn sich im Verstecker was geändert hat, erscheint rechts oben auf der Bildschirm ein Hinweis. Also müssen wir noch öfter hier hin anscheinend, ne? Neben der neuen Wahl in Sharons Bildchen, Schmiedebaupläne, Bühne, Amboss oder der. Wow, ich habe da jetzt ausgerüstet, ne? Das hier, ne? Na guck mal, hat so Farben, so wie in den MMO. So grün ist das. Fass dich kurz. Willst du was schmieden? Na, guck mal hier, Breitschwert Wirit. Nein. Eiserne Armreife. Vorne Träne. Was will ich wohl mehr? Breitschwert plus 1. Ach, ich kann ihn nur upgraden. Ne, hier gibt es einmal verstärken und einmal. Herstellbare Gegenstände.
Was ist der Unterschied? Eisenarmreife plus 1 und dann einmal. Was ist der Unterschied hier von? Pass gut drauf auf, ja? Oh. Ich muss ja jeden einzelnen hochballern dann. Oh oh. Wir müssen halt einmal hier und dann einmal hier. Verstehe ich irgendwie nicht so. Ist noch was? Verstehe ich also irgendwie nicht so, wie das funktioniert. Also kann ich ja noch mal irgendwann einen eisernen Armreif plus 1 herstellen oder irgendwie so. Ja, will ich schon. War ja schon irgendwie checken. So, Hinweise. Lagerraum, Tränke. Ich jetzt irgendwas machen. Ratschlag für dich, Neuling. Diebe haben hier nichts zu lachen. Wer stiehlt, dem hacken wir die Hände ab und werfen sie in den Brunnen. Dann trinken wir daraus. Ich mach doch nur Spaß. Die verfüttern wir natürlich an die Hunde. Verzaubernd. Jeder hier ist hier so nett, Mann. So. So, ja, das hier hat sich jetzt aber nichts irgendwie geändert. Ne? So Hinweise oder irgendwie so was, ne? Das bringst du gleich wieder zurück. Hey Gott. Es hat funktioniert. Ich danke dir. Ich, nun. Komm schon, fast geschafft. Du, hol Decken und nicht trödeln. Ist mal wieder nicht so gut gelaufen. Hey, seid ihr zum Gaffen hier? Holt gefälligst Wasser. Ich gehe welches holen. Geh mal und frag, ob Otto Hilfe braucht, ja? Was, ich? Wo habe ich mich da bloß reingeritten? Alles klar, Alter. Wie geht's, wie steht's? Wer ist das? Hm? Befreite kaiserliche Träger. Wer bist du denn? Verflucht. Hier geht's gerade um mich. Nicht mehr lange. Los, geh schnell die Treppe rauf zur Krankenstube. Schick uns Taya. Na geh schon. Beweg deinen Arsch. Auf wie du hier ist. Wieso auf der Bogi, der hier rumgeflogen ist, den will ich mal sehen. Nein. Hey, was geht? Deine Freundin braucht Ruhe. Euer freudiges Wiedersehen könnt ihr feiern, wenn es ihr besser geht. Ich hoffe, die verwandelt sich nicht direkt, wenn sie aufwacht. Du wirst unten gebraucht. Dort warten ein paar verletzte Träger. Warum sagst du das nicht gleich? Doch gemacht. Er ist tot. Meine Diagnose. Er wird es überstehen. Aber ich muss beide noch gründlich untersuchen. Ihre Klamotten sehen so ein bisschen aus, als wäre sie eine Weißmagierin. Die Arbeit hört nie auf. Sie hat auch rote Haare, so ein stereotypischer Weißmagier in Final Fantasy hat normalerweise rote Haare. Würde eigentlich passen, ne? Weiße Roben, rote Haare.
beginnt wieder ein ganz normaler Tag bei uns. Kommen viele Träger in so einem Zustand hier. Mal irgendwann Schwarzmagier mit so blau rum und so einem gelben Hexenhut. Und wenn sie den Mut dazu aufbringen, sind viele schon zu schwach. Die zwei haben Glück gehabt. Ich bin Otto. Hast du Fragen? Dann komm zu mir. Nun, Otto. Hast du Fragen? Geh nach Otto. Ist das alles? Dann wird Karun da drüben dir sicherlich sehr gerne weiterhelfen. Gut. Oh. Und danke. Man sieht sich. Eher nicht. Ich bleib nicht lang. Mag ja sein. Aber noch bist du hier. Also sei willkommen. Sei mein Gast. Sei mein Gast. Das vergessen wir nicht. Nebenaufträge freigeschaltet. Acht auf Charaktere mit dem grünen Symbol über den Kopf. Dass du, da dies bedeutet, dass sie einen Auftrag für dich haben. Journal im Hauptmenü. Wenn du einen Auftrag aufgenommen hast, findest du damit verbundene Aufgaben in Aufgaben. Wir sind auf der rechten Seite des Bildschirms offen. Auf der Folge sehen, den sie im weiteren Journal. Die Mnothek. Also ich stehe auf der Karte. Oh, hier. Die Mnothek. Dann machen wir das jetzt mal, ne? Brauchen die vielleicht Hilfe da drüben? Du sollst bitte rühren, nicht probieren. Bitte. Ah, ein neues Gesicht. Und mit, hoffentlich, ordentlich Motivation. Im Chocomoppel ist immer viel zu tun und wir leiden unter chronischem Personalmangel. Könnte ich dich überreden, ein paar Darbenden ihre wohlverdienten Mahlzeiten zu bringen? Für deine Mühen winkt dir außer dem Inhalt der Kiste da auch noch meine aufrichtige Dankbarkeit. Meinetwegen. Meinetwegen. Fabelhaft, aber sag, mit wem habe ich denn gerade die Ehre? Clive. Sehr erfreut, dich kennenzulernen, Clive. Ich bin Kenneth und auf meinen müden Schultern lastet die ganze Verantwortung für dieses erlesene Etablissement. So, drei äußerst hungrige Mäuler wollen gestopft werden. Hier ist ihr Festschmaus, aber Vorsicht, sehr heiß. Okay, okay. Warmes Essen. Hatte ich ewig nicht mehr. Da, ich soll wohl welche den Kellner hier spielen. Schlüssel abstellen. Ja, der Schlüssel irgendwie stehlen oder so. Ich dachte, jetzt muss ich irgendwie Leuten am Ende des Verstecks irgendwie Essen geben. Du bist neu hier, oder? Kenneth scheint dich schon ganz schön auf Trab zu halten, der alte Schlingel. Naja, wenigstens hat er mir eine Belohnung versprochen. Er hat sie nett in der Kiste verpackt. Stell euch mal vor, ihr geht zur Arbeit und jedes Mal, wenn ihr irgendwie euren Lohn bekommt, müsst ihr so eine Kiste öffnen. Wäre schon irgendwie cooler, ne? Das ist ja so eine Lootbox. Ja. Hier, hau rein, Alter. Bitte. Vielen Dank. Bitte denke nicht schlecht von mir, weil ich mich bedienen lasse wie ein fauler Herrscher. Mein alter Dienstherr war leider kein gütiger Mann, weißt du. Seinetwegen bin ich ein Wrack, halb gelähmt. Trotzdem hat Sid mich aufgenommen. Ja, das hier ist mein erstes richtiges Zuhause. Und was für eines, nicht? Simon grütet über seinen Plänen. So, was ist das hier? Orchestrion. Die Rückgrat-Musik, die im Versteckspiel kann man im Orchestrion genannt werden. Oh. Weil er hart ist. Versuche ich mal. Anfang des nächsten Parts.
das Weite suchen lassen. Aber als nächstes Part kann man machen. Ja, aufzulesen und ist. Das ist ein dicker Wälzer. Ackerbau braucht so viel mehr als Saat und Boden. Dein Essen. Ach danke, ich esse später. Ich bin invalide. Trotzdem will ich hier meinen Teil beitragen. Nur eben mit meinem Kopf. Schön, aber ist besser, bevor es kalt wird. Ja, ja. Danke. Ich weiß nicht, das ist irgendwie am Dampfen. Ich glaube, ich natürlich sofort essen sollst. Also zurück zu Kenneth. So. Was kann ich hier machen, aber? Ihr Gesicht ist mir nicht bekannt. Seid ihr neu hier im Versteck? Kann man so sagen. Nun, dann erlaubt mir, euch willkommen zu heißen. Ich bin Harpokrates Hyperboreus der Zweite. Das ist ein ziemlicher Zungenbrecher, ich weiß. Und deshalb nennen mich hier einfach alle nur Harpo. Eine Abbreviatur, mit der ich mich inzwischen abgefunden habe. Dieser Wälzer ist übrigens nur einer von sehr vielen in meinem Besitz. Denn ich sammle Geschichten. Die Geschichte und Kultur dieses Erdteils haben schon immer eine große Faszination auf mich ausgeübt. Doch die Tage, an denen ich auf der Suche nach Geschichten die Welt durchstreifte, liegen lange hinter mir. Inzwischen teile ich das, was ich gesammelt habe, mit allen, die es hören wollen. Möchtet ihr mir vielleicht zuhören? Aber sicher doch. Ich habe neue Einträge zusammengestellt, falls ihr sie sehen wollt. Die Mnemothek ist eine umfassende Wissenssammlung, die alle Kategorien abdeckt. Okay. Ich habe ein paar neue Notizen, die euch interessieren könnten. Ja. Wissen, Stufe 1. Wenn ihr eine Frage habt, werde ich sie gern beantworten. Sehr cool. Dominus. Frauen und Männer, deren Macht eine Esma innen wohnt, genau. Nicht nur ohne Kristallmagie wirken. Also ist diese eine Frau auch, ne? Ist diese eine Frau Shiva? Ne. Die war noch hier mit diesen einen dicken Typen ja zusammen, ne? Außer jemand anders ist Titan, ne? Hm. Es war ja magische Wesen von gottgleicher Macht. Träger. Na, sind diese die mit den Tattoos, ne? Bisher um enthüllt. Ach so, oh, ich bin auch blöd, ne? Jill ist doch Shiva, mein Gott. Ah, dann sieht man dann wer ist, ne? Der Phönix. So, warte mal, wenn wir jetzt hier gespoilert. So, guck mal, das ist ein bisschen irgendwie, den sein Name ist hier. Zweiter ist was vorerst, ne? Phoenix, da haben wir direkt unten Joshua, da haben wir Jill, ne? Titan haben wir zufällig ihn hier, ne? Ja, er ist sowas von Titan, ne? Ja, das ist ein bisschen auffällig, glaube ich. Stollers. Wunder der Welt. Jetzt glaube ich in Genshin. Wunder der Welt. Politik oder Person. Na, also sah sie aus, genau. Er ist sowas von auch noch am Leben, ne? Er ist mit Sicherheit auch noch irgendwie am Leben und ja, bestimmt irgendwie der Dominus des Feuers. Da, guck mal hier. Erstmal bei der Tragödie im Phönix, so kurz vor dem Erscheinen des zweiten Esper-Feuers auftauche. Ah, das ist das also,
Okay, da ist das erklärt alles, ne? Na, guck mal, wer hier direkt unten rechts ist, ne? Joshua. Das ist ein bisschen offensichtlich, ne? Da muss das Spiel tut dann irgendwie indirekt irgendwie spoilern, habe ich so das Gefühl. Na, sein Ende. Oh. Ja, der ist schon sehr früh gestorben. Er hat eine Axt ins Gesicht bekommen. Haben wir überhaupt gesehen, was mit denen passiert ist? Ja, er ist gestorben, ne? So. So, warte mal. Was ich noch sehen will. Benedikta Hamann. Jetzt haben wir der König eine Speerwahl. Alles klar. Die Tür zum Archiv steht euch immer offen. Okay, jetzt halt meine Belohnung abzuholen. Und dann gucken wir mal, ob wir beenden oder nicht, ne? Schon alles erledigt? Sehr gut. Das waren Träger. Allesamt. Aber keine Sklaven, die ihren Herren dienen, sondern Menschen, die wie alle behandelt werden. Ganz recht. Die Idee der Gleichheit ist das Fundament, auf dem unsere kleine Gemeinde ruht. Außerhalb dieser Mauern sind wir Träger, Sklaven. Wir sprechen nur, wenn wir gefragt werden, essen nur die kümmerlichen Reste, die unsere Herren uns zugestehen. Viele bekommen hier das erste warme Essen ihres Lebens. Im Versteck sind wir frei. Und zwar alle. Wir reden, was wir wollen, wann wir wollen. Und essen, was und wann es uns passt. Das ist doch Grund genug, auf Sid zu vertrauen. Meinst du nicht? Aber kommen wir zu der Belohnung, die ich dir versprochen habe. Du kannst dich an allem bedienen, was du dort in dieser Kiste findest. Jetzt haben wir so eine tote Ratte drin. Lass dich hin und wieder blicken, ja? Auftrag abgeschlossen. Warm ums Herz. Ding. Oh. Ich werde ein neues Schwert herstellen. Schatzkisten in ganz Ballistia liegen unzählige Schatzkisten verstreut. Na, du musst mir nicht erklären, wie der Schatz so funktioniert. Ha. Oh, schön. Okay. Was war das hier? So was? Oh, guck mal hier. Ach ja, das sind die Sachen, die ich irgendwie am Anfang bekommen habe, ne? Schienenstring wurden eindeutig. Ein Ring angelegt wird. Möchte das aus von komplexer Kombination durch ein einfaches Drücken von 4x, solange der Ring angelegt ist. Schreiten einen bestimmten LP wird automatisch ein Heiltrank, solange. Oh, das sind aber so Sachen, irgendwie das Spiel einfach nur vereinfachen, ne? Genau, die haben die mir doch am Anfang gegeben. So, hey, falls du denkst, das Spiel ist zu schwer, hier hast du ein paar Ringe, die das Spiel einfacher machen, ne? Ja. Okay, ja, die ignorieren wir dann. Den nehme ich, den rüstig aus. Ich habe ein paar Dinger bekommen, kann ich damit was holen? Wie sieht's denn mal hier aus? Immer noch nichts. Phoenixflug, meistern. Naja, ich will eher neue Sachen, glaube ich. Gibt's ja irgendwas so im Sinne von, oh, du erleidest weniger Schaden oder oh, du hast mehr AP oder irgendwie sowas? Das sind alles nur Sachen zum Meistern, ne? Ich habe schon alle Sachen hier gelernt, ne? Ja, benutze ich dann ja oft. Das nicht. Das könnte ich vielleicht meistern. Magie lang. Ja, das mache ich eigentlich auch oft, ne? Machen wir das hier. Mein aufgeladener Magieangriff, ne? So. Was bedeutet das jetzt, dass ich das gemeistert habe? Hey, guck mal, was hier jetzt ist. Die waren vorher nicht hier. Okay. So, sonst haben wir ja nichts. Ne? Doch, hier ist auch noch eine Nebenquest, sehe ich gerade. Na komm, machen wir die auch noch.
Und dann schauen wir mal, wie es in der Story weitergeht. Ne? Ich hab gehört, sie sei ihren Herrn. Ist da der Mogri? Dann sagen wir, der Mogri ist da. Nein. Hier fällt alles auseinander. Darf ich dir helfen, mein Herr? Verdammt. Der ist ja nackt. Ich brauche mehr Holz. Wenn ich doch wenigstens die Zeit hätte, einen Moment hier wegzukommen. Ah, du da. Wie gerufen. Du kannst doch bestimmt etwas Holz für mich holen, oder? Weiß ich nicht. Kann ich das? Na gut, ich helfe dir. Ach, danke. Du hilfst nicht nur mir, sondern uns allen damit. Ist nicht leicht, das verstehe ich. Ja, aber natürlich tue ich das. Erst recht mit so wenigen Leuten. Klingt, als ob es hier viel zu tun gäbe. Das kannst du laut sagen. Wenn du uns hilfst, dann werde ich dich umarmen. Und ja, ich werde dabei nackt sein. Aber ewig steht nun mal leider nichts. Darum müssen wir die Wände hier stützen. Sonst werden unsere Schützlinge noch vor der ersten Ernte unter Schutt begraben. Leute könnten sterben. Wäre sicher ein Jammer. Gut, wo finde ich denn Holz? Frag drüben an der Weißen Deichsel. Die können dir welches geben. Danke, ja? Das weiß ich zu schätzen. Tisch. Mein Hauptcharakter einfach so ein Sonnenschein ist, ey. So also typisch auf Final Fantasy Charakter. Final Fantasy Hauptcharakter. So. Ey, yo, ich brauche Holz. Entschuldigung. Der Mann, der da drüben was repariert will, dass ich Holz besorge. Ach, du meinst Geoffroy, den Schreinermeister. Geoffroy? Wir sind gerade fertig mit dem Zusägen der Latten, die er braucht. Nimm dir von dem einfach welche Latte. Mit. Danke. Ach, nicht doch. Wir haben zu danken. Also gut. Dann bringe ich das Holz mal zu diesem Geoffroy. Geoffroy, my friend. Ich nehme an, ich habe etwas Holz in meinen mit meiner Hand aufgesaugt, ne? Schwarzes Loch. Entschuldigung. Schon zurück? Ja, so etwas soll. Ich strecke einfach nur meine Hand aus und da ist nichts. Ja. Hier hast du das Holz. Ich habe es in meiner linken Hosentasche gehabt. Mit etwas Glück kracht uns jetzt nicht das Dach über dem Kopf zusammen. Klingt ja rosig. Ach, ich mache nur Spaß. Und besser als draußen ist es hier allemal. Warm, trocken und sicher. Was will man mehr? Ach, ich hab noch was für dich. Kleiner Dank. Gehörst jetzt zu uns. Das ist nicht nötig. Jetzt ziehe dich nicht so, mein Freund. Steck schon ein. Ich hab bekommen. Gillkäfer kann für Gill verkauft werden. Meteorstein. Boah. Möchte bestimmt wieder herstellen, ne? Haben wir noch mehr Quests? Nö. Oder? So, irgendwo im Journal kann ich doch mal nachschauen, ne? Okay. Alles klar, da wollte ich noch mal gucken. Kann ich mir jetzt irgendwie eine neue Waffe oder irgendwie dort herstellen? Ich habe gehört, sie seien ihr Menschen in der kaiserlichen Hauptstadt. Hi. Kann ich irgendwas herstellen? Das darf sein. Nein, das kann ich mir nicht herstellen. Jetzt kann ich den Armreif, den ich habe, hochleveln, ne? Verdammt. Oder den Eisengold, Meteorstein. Aber 3 mehr LP klingt jetzt nicht nach so viel, ne? Aber wenn man daran denkt, ne? Wie schwer das Spiel ja anscheinend ist. Da verwirrt mich irgendwie voll, ne?
Also. Ich habe gerade den. Ne? Und wenn ich das hier auswähle, dann verbrauche ich den, um den hier herzustellen. Ne? Warte mal. Kannst mir später danken. Okay. Das ist ein bisschen verwirrend gemacht, finde ich. Ich tue jetzt einfach alles, was ich hier habe, ne? Hochleveln. Ja, schon besser. Wer weiß, wie sehr ich die Sachen brauchen werde, ne? Ich hoffe, es ist noch nicht so dämlich wie in Final Fantasy 13. Oh Gott, ich hasse Final Fantasy 13. So, und da brauche ich immer noch dieses Violet. Da. Ja. Chill, Mann. Ah. Oh, die kann ich nicht hochleveln. Na gut, dann würde ich sagen, das war's für mich heute, ne? Dieser Folge. Und beim nächsten Mal geht's dann ja weiter, ne? Ein neuer Eckstein. Da machen wir dann irgendwie, weil nicht. Ah, guck mal, wie es hier so weitergeht, ne? In der Story und was wir noch machen müssen und all das Zeug, ne? Gibt es ja nichts mehr zu erledigen, ne? Glaub nicht. Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like. Also, jetzt habe ich das eben mit sie gesprochen, als ich da vorbeigesprungen bin. Kennt man ja, ne? Passiert manchmal. Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sage ich. Bis zur nächsten Folge. Ciao.